Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Soul Silver. Ja, beim letzten Mal haben wir Dukatia City erreicht und sind schon in die Marktpassage gegangen, haben ein Foto unserer Pokémon oder ein Pokémon mit uns und unserem Pokémon, ein Foto von uns und meinem Pokémon gemacht. Mein Gott. Ah. Und jetzt dieses Mal wollen wir natürlich hier weiterlaufen. Jetzt muss ich mich ganz kurz mal wieder zurückerinnern, was... Warte. Willkommen im Pokémon-Salon. Ich bin der jüngere und preiswertere der beiden Kopfhörbrüder. Für nur 300 verleihe ich deinem Pokémon ein noch schöneres Äußeres. Ein neuer Look bringt nicht nur Haar, Schuppen oder Fell zum Glänzen. Er fördert auch die Freundschaft. Also wie wär's? Soll ich mich um deine Lieblinge kümmern? Welches Pokémon soll ich bearbeiten? Bearbeiten, Alter. Mama Tyrakrok hier. Okidoki, wart's ab, du wirst begeistert sein. So, bitteschön, fertig. Tyrakrok sieht fröhlicher aus. Bestimmt. So, da ist noch ein Trainer. Mein Pokémon kommt frisch vom Coiffeur. Ich zeig dir, wie stark es ist. Na, mal sehen. Schlurp. Oh, ein Schlurp ist aber auch interessant. Bleib mal bei Hornattacke, weil... Ah, leider haben wir noch keine Kampfattacke, sonst könnten wir... Oh, Zerschneider. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Gegner Zerschneider einsetzt. Ja, hätten wir jetzt eine Kampfattacke, dann könnten wir einfach das Sturb wegkämpfen. So, Scaraborn ist Level 15 und hat damit die anderen eigentlich schon fast eingeholt. Und die Werte, guckt euch mal den Angriffswert an. Mega gut. So, ah. Ich finde immer lustig, dass die Pokémaniacs immer so japanische Namen haben. Takao, da oben der gerade Shoya. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe beim neuen Münzspiel so oft gewonnen, dass alle dachten, ich mogle. Hast du denn gemogelt? Streber Ramon. Hey, Ramon, du bist ja auch im Spiel. Wenn du das hier siehst, guck mal, du bist Teil dieses Spiels. Du bist ein Streber geworden. Ich hoffe, das wirst du wahrscheinlich selber schon mal irgendwann gesehen haben, wenn du das Spiel gespielt hast. So, ein schöner Aeroast drauf und dann ist das Slimer, glaube ich, schon weg. Super gut. Und noch ein Slimer. Wir bleiben mal auf Scaraborn. Oder Scarabjörn, wie wir ihn ja in der letzten Folge getauft haben. Müssen wir ihn noch umbenennen? Ja, müssen wir. Mache ich das jetzt gleich? Ja, das mache ich gleich. So, einmal gucken. Drüben ist auch alles in Ordnung. Ah. Oh. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. So, dann haben wir hier unten auch alles abgeschlossen. Unten in der Passage gibt es Geschäfte, aber da lungern so viele Trainer herum, dass ich mich nicht hinuntertraue. Wo gibt es eigentlich... Ach, Zertrümmerer gab's ja. Wir haben Zertrümmerer verpasst, Leute. Wir hätten Zertrümmerer schon lange haben können. Ah, guck mal, die Spielhalle. So, einmal, bevor ich jetzt ins Pokémon Center gehe. Oh, das Spiel hakt gerade wieder ein bisschen. Bevor ich jetzt ins Pokémon Center gehe, gehe ich einmal hier hin zum Namensbewerter. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Ich bin so eine Art Namensorakel. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ja, bitte. Mal sehen, von welchem Pokémon darf ich den Spitznamen bewerten? Scaraborn, stimmt, ein passender Spitzname, aber wollen wir ihm einfach noch viel passender geben? Wie sieht's aus? Sehr schön, dann wollen wir mal überlegen, wie es ab jetzt heißen soll. So. Passt das überhaupt? Oh, gerade so. Scarabjörn. So. Was hältst du davon? Von nun an soll dieses Pokémon Scarabjörn heißen.
Ein viel besserer Name als zuvor, oder? Du bist echt ein Glückspilz. So. Mal gucken, ob es jemand, der jetzt vielleicht gerade erst in dieser Folge einschaltet, mal gucken, ob es dem auffällt, dass Scaraborn nicht Scaraborn heißt. Wir sehen das ja gleich im Kampf, ob das wirklich viel auffällt. So, ins Kaufhaus können wir auch noch. Vielleicht gibt es ja Sonderangebote. Wobei, dann ruft uns Bodo immer an. Bodo ruft uns immer an, wenn es Sonderangebote gibt. Auf dem Dach. War das hier so? War das in der Version auch noch so? Oder war das nur in Gold, Silber, Kristall so? Oh, da hinten ist auch noch der Fahrradladen. Da müssen wir noch ein Fahrrad holen. Ach ja, wir kriegen ja noch ein Item hier. Einen schönen guten Morgen. Du musst Finn sein. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Zitarzbeeren. Oh, sogar mehrere. Hm. Was machen Zitarzbeeren? Zeig mal her. Als gehaltenes Item schwächt diese Beere besonders effektive gegnerische Attacken vom Typ Geist. Ja gut, das könnte uns bei Jens vielleicht ein bisschen nützlich sein, aber ansonsten sehe ich da jetzt keinen Mehrwert. Schwupp. Die-wupp-die-wupp-die-dei. So, einmal aufs Dach hoch. Wir hätten auch den Aufzug nehmen können, oder? Ach so, es gibt hier gar kein Dach. Oh, schade. So, was hat die hier? Hörst du auch so gerne Radio wie ich? Was ist deine Lieblingssendung? Meine ist Passwort mit Brenner. Brenner. Wenn sie das Passwort bekannt gibt, notiere ich es mir immer sofort, weil ich es sonst vergessen würde. Deshalb ist mein Pokécom auch überall vollgekritzelt. Okay. Wenn man erschöpft ist, geht nichts über ein Getränk aus dem Automaten. Auch deine Pokémon werden sie mögen. Ja, und sie sind sogar noch billiger als Tränke. Wir holen uns mal ein paar. Sprüdelkes. So. Weil, Supertränke heilen, glaube ich, genauso viel wie, hä, habe ich jetzt zwei gekauft? Supertränke heilen genauso viel wie Sprudel. Meine ich zumindest. Und ich glaube, Hypertränke und Limonade auch. So, die, Erdgeschoss. So, das andere können wir noch nicht machen ins Untergeschoss, das kommt später dann. Erdgeschoss zum Infoschalter und zum Eingangsbereich. Dankeschön. So, dann holen wir uns noch das Fahrrad und dann würde ich... Ja, die Spielhalle... Weiß ich gar nicht. Ist die Spielhalle gerade nützlich? Kann man da schon was tun? Weiß gar nicht, wo man den Münzkorb herkriegt. Ah, wir haben hier eine neue Zweigstelle des Fahrradladens eröffnet. Aber es kommen einfach keine Kunden. Was sagst du? Würdest du dich für mich auf dem Drahtesel schwingen? Und Werbung auf Werbung für uns machen? Klar, kann ich machen. Wirklich? Ganz im Ernst? Dann verrate mir doch bitte deinen Namen und deine Telefonnummer. Ich leihe dir ein Fahrrad. Wenn erhält, Fahrrad. Habe ich ihm jetzt meine Nummer gegeben? So, wir können das mal auf Select legen hier. Registrieren. Ach, wir können ja noch in den Radioturm hier. Hallo. Oh. Hallo, ich heiße Bianca.
Hier läuft gerade ein Quiz, bei dem man ein Radiomodul abstauben kann. Ich selbst bin auch genau deswegen hier. Aber dieses Quiz ist echt unglaublich schwierig. Meinst du? Bei uns läuft momentan ein besonderes Quiz. Wer alle 5 Fragen richtig beantwortet, bekommt ein Radiomodul geschenkt. Damit kann man überall und jederzeit Radio hören. Man muss es nur in den Pokécom stecken. Möchtest du am Quiz teilnehmen? Gerne. Also dann, die erste Frage. Kann dein Pokécom dir die Karte anzeigen? Yes. Prima, das war richtig. Jetzt Frage 2. Ist Nidorina immer weiblich? Ja. Korrekt, hier kommt Frage 3. Verwendet Kurt, der Pokéballschmied, Aprikorken als Material? Nein. Das kann man leicht verwechseln. Soweit so gut. Frage 4. Carpador kann keine TM-Attacken lernen, richtig? Hervorragend. Und jetzt die letzte Frage. Professor Eichs Pokémon Talk ist eine beliebte Sendung. Ist Marianne die Co-Moderatorin? Nein, ich glaube nicht. Das war goldrichtig. Glückwunsch. Bitteschön, dein Radiomodul. Der Pokécom von Finn kann jetzt auch als Radio verwendet werden. Wahnsinn, du bist echt klasse. Bei Frage 3 war ich mir so sicher, dass die Antwort Aprikorken laut... Oh Mann. Hoppla, ich muss langsam zurück in die Arena. Aprikorken, ey. Die Frau, ne? Wie heißt denn die, Wenn du mit deiner blauen Karte Punkte sammelst, bekommst du dafür tolle Prämien. Können ja mal das Radiomodul anmachen. Was läuft denn da so? Ah, Pokémon-Musik. Oh, ihr habt einen ganz schlechten Empfang hier. Ach, Margit hieß die, genau, ah. Heute ist Sonntag. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Die Pokémon sind es auf jeden Fall. Und jetzt extra für sie, der Pokémon-Marsch. Ach, wie... Okay. Höher kommt man leider noch nicht. So. Oh Gott. Ach so, das ist so ein Ding. Warte, das ist dieses Global Terminal. Global bis zum geht nicht mehr. Das werden wir hier leider nicht mehr machen können, weil das schon lange abgestellt wurde. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal nach oben hier. Ne? Arena machen wir jetzt noch nicht. Wenn wir jetzt die Arena machen, würden wir haushoch verlieren. Entschuldige bitte. Hör mal, ich habe neulich Post von einem Freund bekommen. Ich habe ihm auch schon eine Antwort geschrieben, aber ich komme hier leider nicht mehr raus. Würdest du meinen Brief vielleicht für mich zustellen? Er hält sich gerade auf Route 31 auf. Tust du mir den Gefallen? Nee, gerade nicht. Oh klar, du hast bestimmt selbst viel um die Ohren. Weil wir nämlich dann auch einen Habitak von ihm kriegen, was wir dann im Team die ganze Zeit rumschleppen. Und wir haben schon mit Paras ein Pokémon, was wir gar nicht haben wollen. Bist du auf dem Weg zur Pokémon Arena? Ich auch. Nee, dann würde ich in die andere Richtung laufen. Picknicker Emily mit einem Vulpix. Skarabjörn, los! Warte mal, das ist ein Feuer-Pokémon. Das ist vielleicht nicht so gesund. Aber gut, Skarabjörn macht einfach Crits am laufenden Band. Naja, war sein erster Crit bisher. Ich gewinne aber auch nie. Das sagen irgendwie viele Picknickerinnen. Sind die alle schlecht oder was? Oh, ein Doppelkampf. Warte mal, da muss ich ja mal gucken, was ich vorne habe. Ja, das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. Oh, doch kein Doppelkampf. Ich werde meiner Freundin zeigen, wie cool ich bin. Kemper Kilian mit einem Sandan. Und Skarabjörn ist wieder bereit.
Wird Zeit, dass wir eine Kampfattacke lernen. Was ist das stärkste Pokémon von Bianca? Ich glaube Level 21 oder so. Kann mich aber auch irren. Level 16 für Scarabion und Meryl kommt als nächstes und wir wechseln auch mal auf Visor. Ja, Visenior. Visor haben wir ja nicht mehr. So, Ruckzucki. Es wird auch Zeit, dass Visenior mal gute Attacke kriegt. Wobei, wir können auch Kopfnuss einsetzen. Das ist nämlich eigentlich eine gute Attacke. Leider lernt Visenior von sich aus leider keine so guten Attacken mehr. Kann aber tatsächlich so solche Attacken wie Eisstrahl und so lernen. So, Level 17 für Visenior. Rechte Hand, ja, das ist zum Beispiel eine Attacke, die ich jetzt nicht brauche. Level 17 für Visenior und wir haben wieder einen besiegt, der dachte, er könnte seine Freundin beeindrucken, indem er uns besiegt. Aber leider war das ein Irrglaube. So, Visenior kommt mal nach vorne. Mein Freund ist ein Schwächling, er kann mich nicht beschützen. Was hätte sie wohl gesagt, wenn wir sie erst angegriffen hätten und ihn gar nicht besiegt hätten? Angegriffen vor allen Dingen. So richtig so, komm her. Ach, guck mal, hier hat Pikachu schon den anderen Schweif, wenn es weiblich ist. Das ist ja cool. Oh, ich glaube, Pikachu hat Statik, ne? Ja, Pikachu hat Statik. Yay, meine Güte, bist du stark. Ja, mit einem Schlag besiegt, ne? Kopfnuss ist aber auch echt eine Hammerattacke. So. Haben wir... Ne, wir haben leider keine Beeren, die nützlich sein könnten. Ja, so. Wir erinnern uns auch an Greg, der ja immer noch Beeren für uns hat. Woher er die hat, weiß ich immer noch nicht. Ist mir immer noch ein Rätsel, aber egal. Zudem müssen wir halt auch noch... Ich hole mir meine Pokémon-Info immer aus dem Radio. Damit bin ich jetzt jederzeit gerüstet. Sicherlich. Kemper Ewald mit einem Dicker. Doch gegen Visor hat er nicht den Hauch einer Chance. Wieder eine Kopfnuss drauf und dann war's das. Ach, hier gab's ja den Pokathlon oder so hieß das Ding. Statt dem Käferturnier. Oder gab es das Käferturnier auch zusätzlich noch? Ist das. Ich glaube, das war ein Zusatz, ne? Noch ein Dick da. Ach, guck mal, wie Senor macht alle weg. Ich gebe mich geschlagen. Aber wie Senior müsste jetzt auch schon so eine richtige Stirn aus Stahl haben. Nein, ich gehe da jetzt nicht dran. Die hat wieder was für uns gekauft. Da gehen wir gleich hin. Sieh mal, wie virtuos ich mit den Bällen jongliere. Wunderbar. Was wollte ich denn gerade sagen? Weiß ich nicht mehr. Warte mal, Sonntag ist doch immer Käferturnier, oder ist das samstags? Ja, da könnten wir vielleicht auch nochmal wieder einen Sichlor oder so kriegen. Einen Sichlor würde ich tatsächlich auch irgendwann mal ins Team aufnehmen. Scherox ist auch ein cooles Pokémon. Level 18 für Visenior. Und das bedeutet, Visenior hat es geschafft und ist wieder auf dem Levelniveau von Tyrakrok. Das bedeutet, wir müssen nur noch Onix und Scaraborn trainieren. Und das heißt, wir sehen Onix jetzt auch mal wieder ein bisschen. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit nur mit Scaraborn gekämpft, deswegen
ja, ist es doch mal eine schöne Abwechslung, auch mal Onyx wieder zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo man den Metallmantel herkriegt, weil Onyx sich ja nur mit dem Metallmantel entwickelt. Genauso wie Sichloa ebenfalls. Nur mit dem Metallmantel und Tausch. Ein Volltreffer! So wie wir es kennen, Onyx. Genau so wie wir es kennen von dir. Level 17 für Onyx. Und das letzte Voltoball. Auf Level 10. Sind wir ein bisschen bisschen zu stark für die Leute hier? So, ein Level noch, dann hat Onyx auch wieder das Teamniveau erreicht hier. Puh, das war ein Schlag. In die Magengrube. Ich hatte noch nie einen so starken Gegner wie dich. Was, du warst das? Du hast die Fleckmon gerettet? Wow, na kein Wunder, dass ich dich nicht besiegen konnte. Wirst du mir deine Nummer geben? Ich möchte über alles, was dir widerfährt, informiert sein. Von mir aus. Noch ein Fan, Leute, noch ein Fan. Die Nummer wurde im Pokécom registriert. Oh wow, danke. Jetzt kann ich jederzeit anrufen, egal ob es wichtig ist oder nur zum Plaudern. Noch so einer. Ich finde aber schön, Julian ruft uns gar nicht so oft an. Ich übe mich im Feuerspucken. Ich dachte, als ich Julian ins Telefon aufgenommen habe, Feuerspucker Wolf. Oh, ein Magma, Alter. What the hell? Warte mal, gibt es hier Magma vor? Können wir Magma vorher schon kriegen? Vielleicht im Kesselberg, ne? Magma wäre auch ein Pokémon. Oh. Weil dann können wir uns vielleicht einen Magbrand machen. So viele ungeahnte Möglichkeiten. Und weg mit dem Magma. What? Warte mal. Warum kämpfe ich eigentlich mit Wie Senior? Ups. Das sollte eigentlich nicht sein. Hupsala. Aua, jetzt habe ich mir die Nasenspitze verbrannt. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht mit Wie Senior kämpfen. Willst du mit dem alten Feuerspucker mit mir Telefonnummer tauschen? Ja, von mir aus gern. Sauber. Wenn ich telefoniere, höre ich ausnahmsweise auf mit Feuerspucken. Also ruf mich an. Wäre auch schlecht, wenn du dann auch noch Feuer spuckst. So, dann Onyx nach vorne. Da gehen wir ja gleich rein. Jetzt machen wir erstmal den guten Käfersammler hier. Mich zieht es überall dorthin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Wir haben auch einen super Käfer-Pokémon dabei, mein Freund Udo. Das ist der Udo Lindenberg. Worüber wir ja bei den Promis wären hier, ne? Oder Udo Jürgens oder so. Sehr schön. Gut gemacht, Onyx. Dafür bist du jetzt vergiftet. Ah, na toll. Aha, das ist also dein Kampfstil. Ja, das ist mein Kampfstil. Der will uns doch jetzt auch im Telefon haben. Lass uns Telefonnummern tauschen. Ich meine, wenn du willst. Ich nehme hier jeden ins Telefon auf. Jeder kommt hier rein. Ruf mich an, wenn dir wieder mal der Sinn nach einem Kampf steht. Warte mal. Ich gebe mal Onyx jetzt das Heilpuder. So. Aber an dieser Stelle soll das auch erstmal wieder alles gewesen sein für heute. Warte, ich gehe mal hier aus der Wiese raus. Beim nächsten Mal würde ich dann gerne hier noch in der Wiese gucken, was es hier für Pokémon zu fangen gibt. Und da unten ist auch noch ein Trainer. Das werden wir da beim nächsten Mal alles begutachten. Was sagt denn Onyx dazu? Onyx freut sich einfach. Es freut sich über das schöne Wetter. Das ist doch toll.
Onyx freut sich über das schöne Wetter. Ja. Wenn das Wetter mal so wäre, wenn das Wetter hier in echt mal so wäre wie im Spiel, dann würden wir uns alle über das Wetter freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, wenn es, wenn ihr wollt, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt oder so. Ja, ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal und tschüss.